Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines, wo ich wahrscheinlich das größte Stauproblem des Jahrhunderts erzeugt habe. Also allein die Umfahrung war, glaube ich, mal nicht mal das Dümmste, was ich bis jetzt gemacht habe. Das Dümmste ist nicht, dass ich weiß, wie ich hier mein Stauproblem lösen kann. Weil es brennen ja mittlerweile schon die Häuser ab, weil ich nicht mal mehr hinkomme. So, ihr fahrt da lang. Ich habe doch gar kein so beschissenes Fahrsystem. Oder bin ich jetzt zu dumm, um es zu kopieren, dass ich eins habe? Aber es staut sich halt schon alles hier. Weil die aus irgendeinem Grund alle da rein wollen. Wo wollen die denn eigentlich hin? Die drehen um? Fahren nach hier? Wenn du mir jetzt sagst, dass die da wieder rausfahren wollen, dann drehe ich durch, ne? Nee, die wollen alle nach da. Dann machen wir das ja auch offiziell nur noch als Einfahrt. So, scheiß drauf jetzt. Modification. Umdrehen. So. Leute, wir haben ein Problem. Die halbe Stadt brennt. Okay, es kann nur ein Viertel brennen, aber das ist ja schon schlimm genug. Ey, mittlerweile hat endlich die... Wir müssen einfach die halbe Stadt immer evakuieren. So, weil jetzt müssen die Fahrzeuge nach hinten rausfahren. Und was ist, wenn wir jetzt sagen, wir drehen das hier um? Dann können die rein theoretisch noch hier rein. Das könnte aber ungefähr hier uns hier auch wieder komplett ficken. Weil die, okay, was passiert hier, dass das nicht funktioniert? Ist auch eine doofe Straße, jetzt mal ganz ehrlich. Es ist problematisch, dass die hier alle rein wollen. Das habe ich jetzt mittlerweile kapiert. Wir drehen die Straße um und tun aber hier noch dazu sagen, dass... nur auf grün abbiegen dürfen. So. Ah, und hier ist mittlerweile wieder eine Straße etabliert. Ja, das ist ja mal wieder toll. Super toll. Haben wir hier auch Ampeln oder was geht hier ab? Sollte ich hier drüber einen Kreisel etablieren? Alter, die Autos verschwinden ja. Okay, aber langsam scheint sich so ein bisschen... also der Teil hier halt. Wir müssen halt erstmal so ein bisschen Stau entfernen. Alter. Was habe ich hier gemacht? Alter. Das ist immer eine blöde Frage, warum wollen die ganzen LKWs eigentlich nach hier oben? Habe ich hier eine Ampel gerade? Okay, nee, das passt. Das passt auch. Ja, es müsste eigentlich alles passen. Und warum stehen wir jetzt wieder hier? Okay, hier kommen alle rein.
Weil wahrscheinlich gerade erst der komplette Verkehr sich hier auflöst, oder? Das ist höchstwahrscheinlich das Problem. Denke ich mir mal, weil jetzt sieht man ja gerade, ist sozusagen die Hälfte des Staus erstmal aufgelöst und ja, noch nicht mal die Hälfte des Staus, sagen wir es mal so. Warum steht ihr, achso, über ihr hier steht und wahrscheinlich hier rein wollt? Und wenn wir denen sagen, sie müssen einfach mal alle geradeaus fahren? Also das Abbiegen mal fürs Erste, na warte mal, so muss ich das machen, ne? Das Abbiegen fürs Erste gar keine Option mehr ist. Dass die wirklich bis ganz hinterfahren müssen. Dann sollte sich ja das alles noch ein bisschen schneller auflösen. Ich muss gerade irgendwie einfach nur schauen, dass wir den Teil hier ins Rollen kriegen. Weil dann kriegen wir hoffentlich die City auch wieder so ein bisschen ins Rollen. Also eindeutig eine weitere Autobahnauf- und Abfahrt nötig, weil das da ist hier sowas von fehl am Platz. Aber ihr seht ja, das jetzt bewegt sich's langsam. Und hier rollt es jetzt schon so ein bisschen. Die Feuerwehr kommt jetzt hier mittlerweile auch schon raus. Und ja. Langsam haben wir, glaube ich, den Verkehr so einigermaßen wieder. Ja, die Müllprobleme, wir gehen auch endlich vorbei. Ach, schön. Wir haben hier nur schon die Hälfte der Stadt. Oh, Alter, oh. Unser Verkehrsproblem hat dazu geführt, dass wir eventuell... dass die Leute gar keinen Bock mehr haben bei uns. Was ist denn das für ein ewiges Gebäude? Was ist das für ein Gebäude? Alter! Weißt du, die halbe Stadt denken sie so, ne Bock, kein Bock mehr. Ich verdiene kein Körnchen Kohle mehr. Und hier steht einfach eins der größten Gebäude. Er läuft. Also wir haben mittlerweile so ein bisschen, das Müllproblem löst sich jetzt schon so langsam auf. Das sollte hoffentlich dazu führen, dass... Ja, schau mal, der Stau ist weg. Ach, schön. Weil jetzt löst sich das auch auf und sobald, ich glaube, alles weg ist an Stau, ist alles wieder halt auch flüssig. Und ich hoffe auch, dass das dann wieder ins Positive rutscht, weil ansonsten haben wir echt ein Problem. Aber, kann der Preis bitte oder meine Einkünfte wieder steigen? Ansonsten müsste ich nicht die Steuern erheben und darauf habe ich gar keinen Bock. Kranker Bürger, wieso? Der Boden ist verseucht, weshalb die Der Boden ist verseucht. Please, what? So, Moment einmal. Wie soll das gehen, dass der Boden schon wieder verseucht ist? Da ist echt der Boden verseucht. War das, weil so viel Müll da so lang war? Hä? Okay, hier ist klar, weil hier ist halt auch ein Mülldepot. Es kann aber nicht sein, dass... Nee, unsere Wasserversorgung ist 1A noch. Das ist natürlich auch wieder klar. Hier unten? War das jetzt echt, weil da der Müll so lang gelegen ist? Wenn ja, wäre das echt extrem. Aber wir haben hier unser Gesundheitszentrum. Unsere Gesundheitsleute werden sich darum kümmern. Mittlerweile ist der Verkehr ja auch wieder annehmbar. Läuft der jetzt echt? Alter, läuft echt der Trage raus. Oha. Aber man sieht es eh. Die Leute sind wieder jetzt instant dran. Jetzt sollte sich auch alles wieder beruhigen. Also ich sehe aktuell... Hier sind halt extrem viel verlassene Gebäude. Wenn Gebäude wurde aufgrund übermäßiger Müllansammlungen verlassen. Ach, je. Muss ich die jetzt wieder bewohnen oder ziehen die da automatisch wieder ein? Das ist es, aber es schaut so aus, als ob die wieder aufbauen würden. Nach einer Zeit... Also die Industrie läuft wieder. Wir haben den kompletten Verkehr mittlerweile wieder unter Kontrolle. Oder auch nicht. Wo wollt ihr denn schon wieder alle hin?
verstehe es nicht. Warum? Warum? Also ich mag nur anmerken, die Leute fliehen hier außen rum. Um Verkehr zu entkommen? Ey, jetzt langsam kriege ich echt einen. Oder habe ich da irgendwas. Oh, ich habe das doof eingestellt wahrscheinlich, oder? War ich das wieder? Ich war wieder schuld, glaube ich. Weißt du was, die. Könnt mich mal, ich tue euch das jetzt verbieten. Ihr fahrt geradeaus weiter, mir scheißegal. Fahrt! Und zap! Deren Weg ist kaputt, ey! Weißt du, das ist so wie die typischen echten Autofahrer. Die denken, sie nehmen Schleichweg und stehen danach noch länger im Stau, weil sie all den Leuten den Verkehr nehmen. Aber der Stau ist weg. Kann ich Auto-Despawner hier Verkehr löschen? Despawn einschalten. Nee, will ich nicht. Fahrzeugbeschränkung. Also ich könnte hier rein theoretisch die hier absagen. Okay. Jetzt sollte sich der Verkehr bloß mal schnellstens auflösen. Aber, ich habe eine Idee. Und zwar, um das Problem hier zu lösen, sagen wir einfach, nö, ihr dürft nur noch da lang. Weil das ist wahrscheinlich der Wendeverkehr, der sich so denkt, boah geil, wenn ich hier wieder reinfahre, dann kann ich hier wenden. Aber wir sagen jetzt einfach, nö. Ihr müsst jetzt hier in den Kreisel rein, einmal eine Runde fahren und dann wieder raus. Das ist schlau. Wo sind all die Müllwagen? Ey, wir haben mittlerweile hoffentlich gut genug für Müllversorgung hier. Irgendwann haben wir auch überall mittlerweile irgendwie. Also wir sind auch wieder positiv. Schon mal an. Warum steht sie denn jetzt schon wieder hier? Das macht einen ja krank. Also allein wie viele Leute hier rumlaufen. Ey, ihr habt euch extra eine scheiß U-Bahn gebaut. Nehmt die gefälligst. Ich überlege die ganze Zeit schon, ob wir nicht sagen sollen. Es gibt doch Le U-Bahn. Le U-Bahn? Die ins Industriegebiet, ins Gewerbegebiet fährt. Das ist die wahrscheinlich auch extrem heftig benutzt wird. So, was ist jetzt aber? Wenn wir sagen. Man kann von hier aus umsteigen und hier rüber, hier an den Spot, hier an den Spot und hier an den Spot mit der U-Bahn fahren. Bringt sich das was? Das werden wir jetzt mal ausprobieren, weil ich finde, U-Bahn ist sehr schön. Sie ist unterirdisch, macht keine Probleme und keine Sauerei. Und deswegen gibt es jetzt hier mehrere U-Bahn-Stationen mal. So. Eins, zwei. Und die dritte machen wir da direkt oben in der Kurve. So. Zack. Ach so, ja. Ich soll vielleicht die andere Seite dann auch annehmen. So, okay. Und dann machen wir das so, dass du da drüben anschließt. Weil zack, rack und wieder zurück. Neue Linie. Fährt nach hier. Nach hier oben. Nach ganz oben. Fährt wieder zurück. Nach hier unten. Und schließt dann hier ab. Ich glaube, das sollte nochmal ein bisschen so den Verkehr Richtung Arbeit verringern. Ich denke es mal. Es ist ja alles ein Versuch wert, weil immerhin haben wir ja sozusagen ein extrem gutes U-Bahn-System, das jedes Gebiet irgendwie verknüpft. Und der Hauptanschlussplatz ist halt, wo ist denn das? Hier. Bedient Passagiere letzte Woche 1300. Sie? Alter, was? Oha. Alter. Allein das benutzt ja voll viele Leute.
Also unsere Leute sind ja voll Fußgängeraffin. Wie viel bedienten eigentlich die hier? 662. Pff, wenn einmal alle rauskommen. Uha. Ich glaube, wir müssen einen Pier bauen. Weil das ist jetzt gerade echt ungut, was hier gerade abgeht. Was ist denn jetzt los? Warum passiert das? Aber Leute, ich würde sagen, das Problem lösen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.